nothing can break me. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich stehe im Badezimmer, das hat auch einen bestimmten Grund. Ich habe mich gerade geschminkt, obwohl ich irgendwie heute finde, dass es irgendwie ein bisschen komisch ausschaut. Ich glaube auch irgendwie, der Concealer ist mir ein bisschen zu dunkel. Traurig aber wahr, ich glaube, das ist fast die hellste Farbe. Aber ja, also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Sonne. Und seit gestern ist auch wieder die Sonne ein bisschen da, habe ich natürlich gleich ausgenutzt, bin rausgegangen, habe auch draußen ein bisschen Sport gemacht und es war echt richtig schön. Und ja, heute ist auch wieder schönes Wetter und ich glaube, morgen und übermorgen soll es auch noch schön sein. Dann soll es so langsam wieder anfangen zu regnen, aber ja, kann man ja leider nicht ändern. Ja, jetzt habe ich euch immer noch nicht gesagt, warum ich noch im Badezimmer bin. Und zwar habe ich mir eine kreative Fotoidee ausgedacht. Ja, ich habe ja letztes Jahr ganz viele kreative Bilder gemacht und irgendwie habe ich das jetzt dann wieder aufgehört, weil man braucht dafür natürlich viel Zeit und zusammen mit Uni ist es halt irgendwie immer ein bisschen schwer. Deswegen dachte ich mir, ich nutze ein bisschen meine Semesterferien und ja, habe mir jetzt auf jeden Fall eine Fotoidee ausgedacht und hoffe, es funktioniert. Dafür brauche ich auf jeden Fall Acrylfarben, eigentlich am besten Farben für die Haut, aber ich habe halt keine. Deswegen hoffe ich mal, ich kriege darauf keine allergische Reaktion oder so, weil meine Idee ist, dass ich mir hier so gelbe Blumen hinmale. Aber ja, ich weiß irgendwie noch nicht so recht, ob das klappt und ob das überhaupt noch irgendwas ausschaut. Ich schaue einfach mal. Ja, ansonsten dachte ich, ich kann jetzt einfach mit euch noch ein bisschen quatschen, weil im letzten Vlog habe ich euch ja erzählt, dass ich eine Social Media Pause gemacht habe. Und dann haben mir ein paar von euch in den Kommentaren auch geschrieben, wie es bei ihnen so ist, wie sie sich mit Social Media fühlen. Und ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, das alles durchzulesen. Und fand es auch krass, dass, wenn ihr eine Social Media Pause gemacht habt, ihr euch eigentlich viel besser gefühlt habt. Ich finde einfach wichtig, dass man Social Media so viel konsumiert, wie es einem gut tut und wie es einem gefällt. Ich habe irgendwie Angst, die erste Blume auf mein Gesicht zu malen. Weil ich irgendwie glaube, es wird ein kleiner Fail. Aber egal, ne? Man hat ja sonst nichts zu tun. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob man es so genau sieht, aber die erste Blume ist auf jeden Fall schon mal auf meinem Gesicht. Ja, es ist irgendwie echt schwer, sich das drauf zu malen, weil ich Linkshänder bin. Vielleicht hätte ich es auf der anderen Seite malen sollen. Aber egal, jetzt ist es auf der Seite. Und jetzt werde ich einfach noch ganz viele weitere Blumen malen und hoffe, dass es ganz gut ausschaut. Ansonsten zur Social Media Pause noch, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir sehr, sehr gut getan hat und dass ich, glaube ich, auf jeden Fall öfters meine Social Media Pause einlegen werde. Irgendwie man nutzt die Zeit ganz anders, vor allem wenn man Langeweile hat. Ich habe nach der Pause auf jeden Fall auch gleich noch aussortiert, so wen ich noch folgen will und wem einfach nicht mehr. Und ja, ich kann sagen, das tat auf jeden Fall sehr, sehr gut und kann ich euch nur empfehlen, das auch mal zu machen. So, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich glaube, man sieht das gar nicht so auf der Kamera. Schaut einfach aus wie so gelbe Punkte. Aber ja, es sind überall so Blumen. Ich weiß nicht, ich kam einfach auf die Idee, weil ich ein Gedicht gelesen habe und da ging es auch um Blumen und ja, ich fand es irgendwie so inspirierend und dann kam ich auf die Idee und ich hoffe, ich kann jetzt da ein gutes Bild machen. Ich gehe jetzt gleich raus und wir haben nämlich draußen so eine Fusizie, also die ist ja gelb und ich dachte, das passt ganz gut dazu. Ich überlege noch, ob ich Ohrringe oder so reinmachen soll oder ob das vielleicht too much ist mit den Blumen, aber ja, also ich finde schon, dass es ganz cool geworden ist. Ich bin mal gespannt, wie es dann auf dem Bild ausschaut. So, ich bin jetzt schon wieder umgezogen und auch abgeschminkt.
Ich muss sagen, es hat eigentlich echt ganz gut geklappt, die Blumen wieder abzumachen. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ich schaue mir dann noch später die Bilder an. Ich glaube, ja, es ist echt ganz gut geworden. Aber man kann das ja auch immer erst beurteilen, wenn man dann die Bilder richtig angeschaut hat. Jetzt koche ich aber erst. Und zwar mache ich heute so Kartoffelbatches. Ja, die habe ich schon paar Mal gemacht und die schmecken wirklich richtig gut. Aber ich will auch was Neues ausprobieren. Und zwar habt ihr das bestimmt auch schon gesehen. Und zwar diese Kartoffelziehharmonika. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber ich glaube, die heißen auch so. Ja, die will ich auf jeden Fall auch probieren. Und ansonsten habe ich auch schon die anderen Kartoffeln geschnitten. Also in so Ecken. Und die müssen jetzt für eine Viertelstunde in dem Wasser sein, damit eben die Stärke entfliehen kann, damit die auch später knusprig werden. Also ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Falls ihr eure Kartoffeln nie knusprig bekommt, dann probiert das mal aus. Jetzt werde ich die anderen drei Kartoffeln noch in dieser Ziehharmonika-Form schneiden. Ich glaube, dafür braucht man auch solche Stäbchen irgendwie. Am besten so Schaschlikspieße oder so. Ich glaube, das geht am besten. Sind jetzt übrigens die Kartoffeln geworden. Ist irgendwie nicht so gut geworden. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Also es hieß, eine Seite muss man diagonal schneiden und die andere Seite gerade. Und dann fächert sich das so auf. Also es fächert sich ja irgendwie nicht bei mir so richtig auf. Und das hier war voll der Fail. Also das habe ich am Anfang irgendwie falsch geschnitten, weil da habe ich nicht nochmal nachgeschaut, wie es genau geht, und da habe ich das einfach so gemacht, wie ich dachte. Also war auf jeden Fall falsch. Und ja, also das hier ist eigentlich mit am besten geworden, aber es ist irgendwie nur auf einer Seite und nicht so Ziehharmonika-mäßig. Deswegen, ja, vielleicht probiere ich das nochmal irgendwann aus. Also hier hat es eigentlich auch ganz gut. Naja, ja, egal. Aber es wird, glaube ich, trotzdem gut schmecken. Die Kartoffeln sind jetzt im Ofen und ich dachte, ich gebe euch jetzt noch ein kurzes Update zu meiner Avocado. Falls ihr den letzten Vlog gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich ja eine Avocado-Pflanze züchten will. Und ja, ich kann es euch jetzt mal zeigen. Also wie ihr seht, man sieht nichts. Also es ist irgendwie keine Wurzel zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich einfach noch ein bisschen warten muss. Jetzt ist ja auch das Wetter schön. Ich habe es extra in die Sonne gestellt. Also ich bin mal gespannt, ob die nächsten Tage noch irgendwas kommt. Ich glaube, es dauert halt auch einfach ein bisschen. Wenn, muss ich vielleicht einen neuen Kern nehmen. Also mir haben auch manche in die Kommentare geschrieben, dass es sein kann, dass es nicht immer klappt und dass man dann vielleicht nochmal einen Kern einfach nehmen muss. Nebendran seht ihr eine Tüte. Da ist ein Mangokern drin. Der muss da 10 Tage drin bleiben. Den kann ich tatsächlich morgen rausholen. Da bin ich auch schon gespannt, ob das geklappt hat. Ja, das ist mein kleines Update. Ich bin gespannt, ob sich noch irgendwann irgendwas tut. Jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe die ganze Zeit mein Video geschnitten und jetzt habe ich aber aufgehört, weil die Veronika hat mich spontan gefragt, ob wir Eis essen gehen wollen, und da sage ich natürlich nicht nein. Sie holt mich jetzt so in 5 Minuten ungefähr ab. Ich packe jetzt schnell meine Sachen zusammen. Ich kann euch auch noch kurz mein Outfit zeigen. Ist aber echt nichts Spektakuläres. Mein Bett beachtet es nicht. Ich habe es heute noch nicht gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall einfach so ein weißes T-Shirt an. Ich finde es ganz süß mit den Blumen drauf. Dann habe ich wieder meine schwarze Hose von Naked an, die so etwas weiter ist. Ich mag die richtig gerne, weil die einfach sehr bequem ist. Dazu ziehe ich dann wahrscheinlich schwarze Chucks an. Und dann habe ich noch meine Sonnenbrille. Ja, hallo. Sky. Hallo. Aww.
So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es war echt richtig schön, aber bei der Eisdiele war so viel los. Ich glaube, wir mussten eine halbe Stunde anstehen, bis wir endlich dran waren. Also, ja, war schon echt krass. Jetzt sitze ich auf jeden Fall gerade in meinem Bett und ich habe die Bilder von heute früh rübergeschoben und ich habe mal wieder so viele Bilder gemacht. Das ist richtig unnormal. Ja, ich schiebe die dann immer auf mein iPad rüber und wie ihr seht, ich habe so viele Bilder gemacht. Ja, da habe ich auf jeden Fall eine Auswahl. Ich werde die jetzt dann ein bisschen durchgehen und dann, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, wie ich so die Bilder bearbeite. Ich versuche das immer so, ja, so natürlich wie möglich zu machen. Und da benutze ich dann immer die Tessa-App. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich finde die auf jeden Fall sehr cool. Und da werde ich dann einfach meine Favoriten ja, reintun und die dann bearbeiten. Ich benutze dann meistens, das kann ich euch ja auch zeigen. Ich weiß nicht, welches Bild nehme ich denn da jetzt am besten. Ja, nehmen wir mal, oder ja, nehmen wir mal das hier. Da, ja okay, da habe ich jetzt den Filter Natural genommen, aber meistens nehme ich Lush. Das ist der eine daneben. Aber da hier das Bild ziemlich weiß ausschaut, Lush ist halt ein bisschen wärmer und dann macht es das Bild eher gelblich mit dem weißen Hintergrund. Vielleicht nicht so schön, deswegen habe ich Natural genommen. Dann ist es so ein bisschen heller und passt da besser zum Weiß. Aber meistens benutze ich auf jeden Fall den Filter Lush, weil den finde ich richtig schön und halt auf jeden Fall sehr natürlich. Also, ja okay, ich mache auf jeden Fall nicht immer auf 50. Ich mache so auf 30 ungefähr, dann ist es nicht so ein krasser Unterschied. Aber es hält halt einfach ein bisschen auf und das finde ich halt persönlich auf jeden Fall viel schöner. Genau. Ich werde jetzt die Bilder durchgehen, die noch ein bisschen bearbeiten und dann essen wir, glaube ich, auch schon zu Abend. Hallo, heute ist Donnerstag und ich fahre jetzt gleich zu einer Freundin. Wir haben nämlich ausgemacht, dass wir zusammen picknicken gehen. Ich habe auch schon alle Sachen hier eingepackt, also Decke, paar Snacks, dann paar Spiele. Und ja, wir wollen einfach noch ein bisschen das schöne Wetter ausnutzen, weil ich glaube, ab morgen soll es schon wieder etwas schlechter werden oder auf jeden Fall kälter. Deswegen, ja, fahre ich jetzt zu ihr hin. Boah, in dem Auto ist es so heiß, das glaubt ihr gerade gar nicht. Deswegen fahre ich jetzt los, dass ich die Lüftung anmachen kann. Aber davor mache ich jetzt noch schnell meine eigene Musik an, weil das muss einfach sein, sonst kann ich irgendwie nicht Auto fahren. Boah, ich hab da echt gedacht, du machst Knüppel. Oh mein Gott, mein Herz. Das hat gerade voll viel ausgeschaut. Ja, gehe ich jetzt Viererpasch oder mache ich das oben, damit ich den Bonus bekomme? Ja, ich weiß nicht, ob du so ein Bonusjäger bist. Ne, es sind halt 35 Punkte extra. Halt. Ja, schon viel. Ich gehe oben. Okay. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe jetzt auch schon meinen Mangokern gerade geholt, weil ich wollte den ja noch auspacken. Ich habe den auch tatsächlich schon vorhin ausgepackt, weil ich so gespannt war, wie der ausschaut. Aber ja, ich wollte ihn euch jetzt auch noch zeigen. Ich bin mir halt irgendwie nicht sicher, ob ich den schon einpflanzen kann. Ihr müsst ja wissen, ich habe gar keinen grünen Daumen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und mir ist tatsächlich auch schon mal ein Kaktus gestorben. Der ist einfach verschimmelt. Ich habe den anscheinend zu viel gegossen. Also ich habe wirklich keinen grünen Daumen. Und wenn ich das hinbekomme, dass da wirklich eine Pflanze wächst, dann schafft ihr das bestimmt auch. Ja, ich packe den jetzt mal aus. Und zwar schaut der Kern jetzt so aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Mangopflanze irgendwie gezüchtet habt, aber ich glaube irgendwie, dass ich noch ein bisschen warten muss, bis ich den Kern einpflanzen kann, weil ich glaube, es muss ganz grün sein und ich glaube, es muss auch so eine kleine Wurzel schon rauskommen, dass man den einpflanzen kann. Also ich habe es im Video angeschaut und ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen warten. Deswegen packe ich den jetzt einfach wieder in das Tuch ein. Ich habe extra ein neues Zeber jetzt genommen, weil das andere sah ziemlich eklig aus und pack das einfach noch ein bisschen in die Tüte und lege es einfach noch ein bisschen in die Sonne dann morgen und übermorgen und vielleicht ist dann irgendwie nach
zwei, drei Tagen noch ein bisschen mehr zu sehen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es in ein paar Tagen ausschaut. Und ich kann euch da ja auf jeden Fall nochmal updaten, wenn euch das irgendwie interessiert. Also ihr habt auch bei dem Avocado-Kern gesagt, dass ihr das voll interessant findet und wissen wollt, so ob ich das hinkriege. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Aber ich bin halt überhaupt gar kein Profi oder so. Ich habe das nur immer auf TikTok und so gesehen und fand es einfach voll cool. Auf jeden Fall würde ich jetzt den Vlog auch hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen, auch wenn dieses Mal kein Uni-Content dabei war. Ich habe halt gerade Semesterferien, aber ich denke, es ist auch ganz cool zu sehen, so was ich mache. Also es ist echt nicht so was Besonderes, aber ja, ich versuche einfach die Zeit ein bisschen draußen zu genießen. Und genau, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Und ansonsten würde ich schon sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Nothing can break me.